Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem Oktober-Taroskop, Oktober 2024. Schauen wir, was wird wichtig werden, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was ist zu beachten und aber auch, was eventuell ganz außer Acht zu lassen ist. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im Oktober, bitte. Grüne Blätter, die schon lange nicht mehr grün sind. Heißt, was gibst du vor, was schon lange nicht mehr Bestand hat? Ich denke, du schaust genau hin. Du möchtest radikal verändern. Die Einsicht dazu, die hattest du bereits im Sommer. Doch nun drängt es dich, liebe Jungfrau. Und ich denke, nach all den Einsichten und Erkenntnissen, die du erlangen durftest, ja, der Oktober ist ein guter Zeitpunkt, um zu verändern. Du blickst zurück, blickst auf das, was ist das, was du erreicht hast, das, was du dir kreiert hast, das, was sich noch nicht manifestiert hat. Und ich denke, ja, es ist so eine Art von Aussieben. Die Veränderung, die du möchtest, im Dezember wird sie vollbracht sein. Sie sagen, schau genau hin, schau in dich hinein. Ja, schau an. Wir haben diesmal nur zwei Themenkarten. Die Karten wollten nicht so sprechen, wie wir es von ihnen erwarten. Doch weniger ist oft mehr. Liebe Jungfrau, ich würde sagen, die letzten 6 Monate hast du schon bemerkt, dass sich irgendetwas anbahnt, dass etwas in der Luft liegt, auch wenn du es noch nicht greifen konntest. Die Sehnsucht, deine Sehnsucht danach, etwas oder alles verändern zu können, jetzt ist es soweit. Die, nennen wir sie Zufälle, die dir, die Synchronizitäten, sagen sie, die dir zuteil worden sind, die dir aufgefallen sind in den letzten 4 Wochen. Von heute, wo du das Video ansiehst, in 2 Wochen ist eine noch nie dagewesene Idee bei dir vorhanden, eine neue Ausrichtung, ein neuer Blickwinkel, die dir zeigt, wo es stagniert hat, wo du festgestanden bist, festgesteckt bist, festgesessen bist. Du verteidigst, wohlgemerkt, verteidigst auch sehr stark das, was dir heilig ist, das, was dir lieb ist und auch deine Prinzipien. Es ist mitunter ein Raum, den nur du kennst, den nur du betreten kannst. Es ist für dich ein heiliger Raum und in diesem, eben diesem heiligen Raum, wirst du 3 Tage nachdem du dieses Video ansiehst, eine grundlegende Erkenntnis bekommen dürfen. Es hat mit deiner Gabe zu tun, mit deinem Potenzial zu tun, mit deiner Potenzialentfaltung und
Rückwirkend siehst du, wo es gehackt hat, wo du festgesteckt bist, wo es stagniert hat. Du findest etwas, liebe Jungfrau. Das, was du findest, scheint dir unglaublich, unmöglich, nicht von dieser Welt. Oh, doch. Und schon vorab, du hast es mitgebracht. Schauen wir uns das Hauptthema deines Sterns im Oktober an. Was ist das Leitthema im Oktober bei dir? Auch kann es gut möglich sein, dass du um den 13. Oktober herum erkennst, wer für dich nicht erreichbar ist, beziehungsweise wer dir unerreichbar scheint. Vielleicht hat jemand auch Sorgen und Probleme, weil jemand nicht antwortet. Ein Bilderrahmen wird sehr, sehr ausschlaggebend werden. Vielleicht sucht jemand den passenden Bilderrahmen. Sie sagen, von Rot ist abzusehen. Ansonsten kann ich dir sagen, dass der Oktober dir zwei Themen schenkt, und zwar den Neuanfang und den Stern. Es wird ein sehr, sehr guter Monat für dich. Jetzt ist natürlich immer Ansichtssache, was heißt sehr gut. Alleine für manche ist es sehr gut, dass sie endlich auf die Erkenntnis kommen bezüglich eines Themas. Für andere, dass sich endlich irgendetwas löst, fügt, wie auch immer. Betrachten wir es von der neutralen Seite hier in diesem Kollektiv-Reading. Du bekommst im Oktober Motivation. Du fühlst dich gepusht, du fühlst dich stark genug, etwas anzupacken, etwas anders zu machen, und du möchtest im freien Fall sein. Das bedeutet, du machst einen entscheidenden Schritt im Oktober, ohne zu wissen, was auf dich zukommt, wer auf dich zukommt, und du genießt es. Es ist so gar nicht Jungfrauen-like, die ja strategisch, praktisch sehr, sehr clever sind. Nein, du bist wirklich an einen Punkt gekommen, wo du sagst, es ist mir egal. Ich brauche diese Veränderung. Ich springe. Du springst, den freien Fall wirst du sehr, sehr genießen, und du bekommst Inputs, sehr, sehr viele Inputs. Es ist wie eine Reise, wie eine neue Reise, die du beginnen wirst. Diese Reise hat auch ein bisschen mit Strenge zu tun, denn du hast ein Ziel in deinem Fokus. Sie sagen, es ist gar nicht mal so sehr das Visuelle, was du wahrnimmst, als vielmehr das Subtile. Gut möglich, dass du mit einem Wassermann verbunden bist. Falls du dies bist, warst. Man findet zueinander. Ich denke, es geht eher vom Wassermann aus, dass dieser einen Schritt auf dich zukommt. Dann das lang Ersehnte. Für diejenigen, die spirituell, egal in welcher Richtung, arbeiten oder die Spiritualität sehr in ihren Beruf mit einbeziehen, dort gibt es auch Neuigkeiten, dort gibt es Erfolge zu feiern. Sie sagen, die Idee, die du hast, umzuwandeln, einzubringen, tue dies. Es wird dich sehr pushen, es wird sehr viel Erfolg bringen. Dann Kaffeebohnen, für manche ausschlaggebend, Kaffeebohnen ein Thema, was auch immer das bedeuten möchte. Und wisse, dass du drei Dinge brauchst, um das, was du veränderst, komplett ins Hier und Jetzt manifestieren zu können, konsolidieren zu können, auf dass es auf einem Fundament wachsen darf, erwachsen darf, auf dass es bleibt, felsenfest und unverrückbar. Beginnen wir mit dem Tarot, liebe Jungfrau. Wow,
Schau an, da bist du schon. Alles, was du jetzt im Oktober vorhast, im Visier hast, von Erfolg gekrönt. Das Wichtigste ist, sorry für dieses etwas vulgäre Fachjargon, dass du dich selbst nicht bescheißt. Was bedeutet, achte immer, nicht nur du, alle, immer auf die Absicht dahinter. Warum willst du etwas? Umso reiner die Absicht dahinter, umso schneller kommt es und umso besser wirst du es annehmen können. Umso besser ist es auf dich zugeschnitten. Gut. Es kann gut möglich sein, liebe Jungfrau, dass ein Wasserzeichen dich vermisst, Fisch, Krebs, Skorpion, beziehungsweise im Oktober des Öfteren ein Wasserzeichen in deine Gedanken hineinspaziert. Etwas ist ungut verlaufen zwischen euch. Ich höre, es ist kein Drama, doch es ist ungut, unglücklich verlaufen. Doch sie sagen Schwamm drüber, denn alles ist händelbar. Alles ist erneut machbar, stelle es richtig. Diesbezüglich triffst du eine Entscheidung, nämlich du schaust mal auf dich, du schaust, was dein Zutun war und bekommst somit auch sofort eine Erklärung für dein Verhalten diesbezüglich. Manche können im Oktober eine kleine Diskussion, Auseinandersetzung, nichts Schlimmes um Gottes Willen, doch ein bisschen Aufregung herrscht schon oder ein bisschen Ärgernis innerlich mit Vorgesetzten haben oder mit beruflichen Partnern. Es ist, als würde jemand für dich mitentschieden haben. Das lässt du dir selbstverständlich nicht gefallen, die Revanche kommt sofort und zwar wirst du dich zurückziehen, herausnehmen. Ich sage nicht kündigen, ich sage nicht ein Projekt platzen zu lassen. Doch du, es ist so, als würdest du sagen, mit mir nicht und aufweisen wollen, was deine Absenz zu bedeuten hat. Wir machen weiter im Extended, liebe Jungfrau. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.